Hallihallo, Hallöchen, wir sind wieder da und wir wollten hier so eine Kleinigkeit wieder hinkriegen. So, ich werde mal schauen. Vielleicht kann ich es diesmal vermeiden, dass hier alles kaputt geht. Okay, hier sind ein paar schwere Sachen draufgefallen, so wie es aussieht. Das ist immer Kappes. Dann wollen wir... So. Dann möchte ich hier mal das Zeug... Reaktorkomponenten... Wow! Was? Okay, das Schiff war es nicht. Es ist noch in einem Stück. Hä? Warum zur Hölle? Warum? Was war denn hier jetzt schuld? Warum ist denn das Schiff jetzt explodiert? Das ist doch nicht euer fucking Ernst! Euer Ernst ist... Hä? Warum? Ich war hier gar nicht dran! Was zur Hölle? Okay, ich lade nochmal den letzten Spielstand und wir melden uns gleich zurück. Und dann werde ich irgendwie anders an die Sache rangehen. Ich habe nämlich gerade keine Ahnung, warum hier immer alles explodiert. Ständig explodiert hier überall eine Bombe. Das ist doch nicht wahr. Ich meine, hier ist doch auch ein Reaktor oder irgendwas in die Luft geflogen. Oder ein Frachtcontainer oder... Warum? Warum? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, kurzer Cut. Wir melden uns gleich zurück und auf einen dritten Versuch. Ganz toll. So, hallo. Der Cut ist vorbei. Noch ist hier alles ganz. Das Triebwerk ist in die Luft geflogen. Und der Sauerstoffgenerator. Vielleicht war hier irgendwas runtergefallen, zu tief oder so. Ich probiere mal was. Oh, was? Alter! Jetzt leckt das schon wieder. Wehe, das fängt schon wieder an. Ich meine, ich habe gerade den Spielstand neu geladen. Vielleicht sind es noch Laderuckler. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Ich hoffe aber, es bleibt so. So, da müsste ich drankommen an alles. Das Schiff scheint noch intakt. Scheint nicht groß was zu fehlen. Scheint nichts explodiert zu sein. Ja, doch, ist alles noch dran. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, es bleibt so. Und wir drücken mal die Daumen, dass das funktioniert, wenn ich das hier jetzt so auseinandernehme. Wenn nicht, muss ich mir was anderes überlegen. Das sieht so aus, als wird das besser funktionieren. Ich werde nochmal das von eben machen. Und zwar... Thruster, nicht die Hydrogen, sondern die Armor Thrusters abschalten. So. Na, bisschen laggy, nicht schlimm. Im Moment geht's noch. So. Jetzt werde ich hier ein bisschen mehr Platz drumrum machen. Alter, warum flippt das so weg? Das macht mir generell ein bisschen Sorgen.
Nee, Moment, das ist falsch. Entschuldigung, falsch. Das sind die. Die müssen bleiben. So, jetzt werde ich mich mal ein bisschen leer räumen, dass das meiste wirklich bei mir im Inventar bleibt. Und drückt mir die Daumen. Drückt mir die Daumen, dass das funktioniert so. Es wäre wirklich ärgerlich, wenn nicht. Ich pack mal hier die großen Rohre und das Zeug beiseite. So. Computerteile. Reaktorkomponenten. Motoren. Alles, was viel Platz wegnimmt. Hiervon auch erstmal so 150 Stück. Und hiervon auch erstmal 100 Stück. So, damit wir ein bisschen mehr Platz haben, um einen Teil aufnehmen zu können. So. Alles klar. Okay, also wenn ich die Sachen aufnehmen kann, ist das schon viel wert. Das scheint wirklich zu funktionieren. T4 Armor Thruster, das sind sie. So. Okay, ich kann das Material aufnehmen. Dann muss es gehen. Das Problem scheint tatsächlich entstanden zu sein durch okay, hier haben wir was vergessen. Das sind die. Das Problem scheint in der Tat entstanden zu sein durch die runter- oder rausfallenden Objekte. Weil die... weil die irgendwie größer sind, als die eigentlichen Objekte sein dürften. Und dadurch einen Bug verursacht haben und auseinandergebrochen sind. So. Okay. Alles klar. So. Das ist noch ganz, das ist noch ganz. Bevor hier jetzt wieder irgendwas auseinanderbricht, speichern. Unbedingt speichern. Oh je. So. Alles klar. Jetzt kann ich das Zeug erstmal wieder ablegen hier. Und zwar die Advanced Thrust Module. Die großen Rohre. Lassen wir erstmal. Da habe ich nicht so viel von. Stahl genug. Dann nehmen wir davon wieder was mit. Davon wieder was mit. Okay, das sieht gut aus. Alles klar. So, jetzt wollten wir uns an den Reaktor machen. Und zwar... Arc-Reaktor. Nee, nicht der mal 5. Moment. Arc-Reaktors. Da haben wir hier so ein, das ganze Sortiment. Die 7. Stock mal 100 muss nicht sein. Mal 20... Nee, mal 10 müsste eigentlich reichen. Mal 10 muss reichen. So. Alles klar. Das müsste jetzt eigentlich... Ah, ich habe jetzt ein bisschen viel wieder abgelegt. Ist egal. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Wir haben keine Supraleiter. Fehlen die? Können wir die konstruieren? Fehlt Material dafür?
Nee, wird gebaut. Ist okay. Fehlt noch nichts. Wird gebaut. Das heißt, die werden gleich hier versorgt. Und der müsste dann genug Leistung bieten für alles. So. Dann ist jetzt die Frage. Haben wir hier noch irgendwie genug Platz, um hier weitere einzubauen? Weitere, ihr wisst schon, nochmal Gyroskope. Weil der doch ein bisschen träger war, als ich gedacht hätte. Da passt das nicht hin. Hier passt das auch nicht hin. Das hätte ich jetzt ja gar nicht für möglich gehalten. Dass die zwei nicht reichen. Dass die nicht ausreichend sind, hätte ich jetzt nie gedacht. Ich habe extra zwei große genommen. So ein kleiner Jäger, ich dachte, das reicht locker. Einer müsste irgendwie für, ich weiß nicht, 11 oder 21 Stück oder was von der Leistung her stehen. Das müsste eigentlich locker reichen, aber nein, er ist noch ziemlich träge. Er ist tatsächlich noch sehr träge. Da ist jetzt die Frage, wie montieren wir die? Ich glaube, wir könnten hier dann noch ein paar Gyroskope montieren. Aber halt nicht die, sondern... Moment, Gyro da. Gyro da. Die 500er? Der soll ja sehr wendig sein. Ne, ich nehme mal die 250er, weil wir haben, so, ich habe hier vor, ein bisschen mehr Platz zu nehmen. So. Und dann hoffe ich mal, dass das reicht. Die 250er. So, jetzt ist die Frage, wie wir hier den Rest bauen. Hier hatte ich gesagt, die Lufteinlässe davor, jawohl. Das bauen wir mal gerade ein. Und zwar da und da und da und da. Dann wollen wir natürlich hier den Rand machen. Moment, drehen, drehen. So, so und so. Und nochmal drehen. Und so, so und so. Hier vorne nochmal. Da, da und da. Und auf der anderen Seite auch. Ja, doch, passt. So, so und so. Ja, okay. Dann, die Dinger noch dran. Und die Dinger noch dran. So, hier müssten sie auch dran. Und auf der anderen Seite. So. Jetzt müssen wir wieder auf die größeren wechseln. Moment. So. Das ist da. Die Seite. Moment. Ist... Na. So und so. Hierhin. Mensch, ich drehe immer verkehrt. So. Und hier natürlich so. Dann die entsprechenden Gegenstücke dazu. Wieder falsch, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss das ein bisschen mehr üben. So und so. Genau, das hat doch gepasst. So. Und dann muss hier da so. So. Da können wir auch mit den Gegenstücken anfangen. Das ist egal. Die kommen dahin. Und stopp. Dahin. Und dann kommen die hierhin. Und weiter runter. So. Nein. So. Dahin. Jetzt die passenden... Doch, das passt schon. Perfekt. So.
Und so. Ja, wir haben es gleich. Ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen lästig, aber... So. Und dahin. Alles klar. So weit, so gut. Dann hatten wir hier den Spaß wieder. Na, so und so. Und so und so. Und da so, so und da so, so. So, die Lo. So. Okidoki. Fein, fein. Jetzt lasst mich überlegen. Vieles kann passieren. Genau. Ich hatte doch wieder was vergessen. Das war doch vor dem Spiel, vor dem Speicherstand. Invertiert. Darüber und darüber. Und uppala auf die andere Seite. Darüber. Da müsste schon einer vorhanden sein. Jawohl. Okay, das Glas müssen wir da natürlich wieder draufpacken. So. Und wie machen wir das jetzt weiter? Genau. Und zwar wollen wir hier natürlich auch weitermachen. Ja, das war eine falsche Richtung, war zu lange gescrollt hier, jetzt egal. So, so. Dop, 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 da. Das war verkehrt, so rum. Und die Spitze. So. Das darf schnittig bleiben. Das heißt, da kommt der hin und da kommt der hin. So. Ja, ich weiß, ist nicht perfekt. Aber ich arbeite dran. Ich verbessere mein Design nach und nach. Der nächste wird noch hübscher. Werdet ihr sehen. So. Bevor wir jetzt hier weitermachen, fände ich es voll cool, so voll cool, wenn wir ein ausfahrbares Fahrwerk hätten. Die Frage ist, kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Wie könnten wir das machen? Da habe ich eine Idee, wartet mal. Vielleicht habe ich das noch. Da hatte ich eine Mod für. Da hatte ich eine Mod für. Ich muss mal gucken, ob es funktioniert oder ob das Ding dann wieder das Driften anfängt. So. Und zwar, Landing Gear, da haben wir's. Landing Gear Pisten. SSGL. SSGL sagt mir gerade gar nichts. Das ist vielleicht eine passende Größe für die kleinen Schiffe. Ah, okay, das ist die große Extra-Large-Variante für die kleinen. Nee, 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 nee. Pisten in etwas kleiner. Das ist doch auch, oder? So. Ja, genau. So, jetzt ist die Frage, wo muss der hin? Der müsste hier drunter. So.
So, wartet. Also ich glaube, ich muss mal gerade ein Stückchen wieder hochfliegen. Oh ja, mit den anderen Gyros ist das wesentlich besser. So. Ach so, Sauerstoff. Mein Sauerstoff ist schon wieder knapp. So. Generator. Hydrogentanks Moll, sind die denn voll? Nein, warum füllt er die nicht auf? Ich verstehe es nicht. Egal. Dann nehmen wir halt die großen von der Station. Vielleicht hat das kleine Schiff auch kein Eis mehr. Ich weiß es nicht. Na, das ist der große. Ja, vielleicht hat das kleine Schiff auch einfach kein Eis mehr. Egal. Er könnte natürlich trotzdem füllen, weil das ist ja angedockt und verbunden. Ich weiß echt nicht, was das soll. Aber gut, ist egal. Kümmern wir uns ein andermal drum, später, wie auch immer. Jetzt müssen wir hier weitermachen. Und zwar auf die Höhe, genau. So, Tragflächen. Moment, füllen. Na, halt, da müssen wir hier mit. Das ist die falsche Größe. Das ist die richtige Größe in der falschen Richtung. So. Andere Seite auch. So. Und den. Und... Oh, ist das nicht so weit weg? So. Hallo? Ja. Alles klar. Dann da füllen und da füllen. Und da und da. So, dann wollen wir hier mal gerade zukleistern. Ach, jetzt habe ich wieder keine Stahlplatten dabei. Das kann doch nicht wahr sein. Da. So, 200 Stahlplatten soll erstmal wieder eine Weile reichen. So. Dazu und da drüber. So. So. Dass wir gerade erstmal alles abdecken hier, dass wo nichts mehr rein darf. Ja, ein bisschen höher, so kann ich besser arbeiten. So, und da. Und hier natürlich auch noch. So. Die Bereiche sind zu. Hier mache ich auch mal gerade zu, weil da die Gyroskope sind. Da soll auch nichts mehr dran. Okay. Oh, genau. Dann haben wir hier natürlich... Moment. Sub. Außenrandflügel muss natürlich auch passen. Da gibt es auch keinen Weg dran vorbei. Das muss so. Okidoki. Dann hätte ich das gerne so.
Falsch. So, auf die Höhe gebracht. Den müssen wir auch noch zukleistern. Das kommt auch noch. Momentchen. So und so. Zu ist zu. Und dann mache ich einen etwas größeren Rumpf. Einen etwas breiteren Rumpf. Da müssen wir mal gucken. Da will ich hier auf jeden Fall muss ich ja noch... Moment, das muss so, so, so. Und das so, so, so. Und dann müssen wir hier breiter werden. Mit der 6. Moment, die kleineren. So. Nee, falsch rum. So. Und den da dran. Den. Und den. Dass wir das hier schön zukriegen. So. Und das machen wir noch breiter. Ist die Frage, machen wir das schlanker oder nicht schlanker? Das ist der gleiche Weg gewesen. Ne, das ist noch ein bisschen... Okay. Das ist egal. Dann machen wir das hier jetzt... Heieiei, lasst mich überlegen. So. So. Das passt aber nicht. Schitte. So breit können wir dann doch nicht gehen. Bis hierhin darf maximal. Ups, falsche Seite abgemacht. Alles klar. So, Sekündchen, Sekündchen. So, da machen wir selbstverständlich dicht. So, das muss ja auf jeden Fall zu. Da haben wir das schon zu, so wie es aussieht. Ja, okay. Okay, gut, gut. Einen weiter dürfen wir noch. Aber mit denen. Sonst bin ich wieder verkehrt. Nein. So. So, genau. Die Rumpfbreite ist in Ordnung. So, jetzt muss ich hier mal gerade gucken. Falsch. So, wir müssen hier nämlich dran vorbei. Okay, das sieht ein bisschen panne aus dann. Da muss ich gleich mal gucken. Da muss ich mal schauen, wie wir das machen. Dann können wir hier nochmal ein bisschen breiter werden. Jawohl. Und dann bis auf die Höhe. Ein, zwei, einer zu viel, glaube ich.
So. Bis dahin. Kappes. Breiter werden, ja, aber nicht so. Wobei, wartet mal. Nee, das ist nur einer. So nicht. Wie kommen wir denn hier am besten wieder hoch? So, Moment, Moment, Moment. Hier erstmal die drei. Die Dreier. So. Einen Augenblick, einen Augenblick. Ich glaube, ich krieg's hin. Und hier. So, jetzt ist die Frage, machen wir das so? Dann wird es ja wieder schmaler. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Das gefällt mir noch nicht so, Leute. Das gefällt mir noch nicht so. So auf jeden Fall. Und dann möchte ich dann hier. Doch, ich glaube, hin oder her. Designtechnisch hin oder her. Da kommen die drauf, der eine drauf. Das ist doch wieder. Hier sind doch wieder. Ach, ich bin jetzt gerade so ein bisschen. Nein, bis dahin dürfen wir auf keinen Fall. Au. Ja, ganz toll. Runtergefallen, fertig gebaut. Super toll. So. Da möchte ich dann, glaube ich, den nochmal machen. So. Und hier so vielleicht. Und hier die Ecke. So. Ja, das könnte gehen.
Das könnte gehen. Das sieht dann allerdings ein bisschen sehr komisch aus. Das sieht ein bisschen komisch aus. Das möchte ich hier verdecken. Das wird dann trotzdem komisch aussehen. Ist egal. So. Ja, ich weiß, ich bin wieder nur mangelhaft kreativ. Ich habe schon wieder keine Stahlplatten mehr. Momentchen. Moment, das haben wir gleich. Stahl da. Das haben wir gleich. So. Also das auf jeden Fall auch schon mal zu. So. Und so. Wartet mal, da möchte ich jetzt aber gerade erstmal die Verkleidung drüber klatschen. Und zwar den, so. Ja, ich weiß, da ist noch nichts, aber das wollte ich jetzt mal gerade in einem Arbeitsschritt fertig haben. Dann kommen die da nämlich drunter. Uno momento. Hier die. Da nicht, sondern hier. So. Alles klärchen. Und da kommen die hin bis da. Also so, so, so und so. Glaube ich. Ja, müsste. Das müsste so gehen. Und hier müsste noch eine Reihe drauf. Ja, ja, genau. Moment. Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Nein. So. Theoretisch. Ja, so. Da nicht so. Aber hier so. Da so. Und dann da so. Falsch so. Und da den so. Achso, haha. Da müssen wir hier erstmal die montieren, damit wir den da dran kriegen. Glaube ich, denke ich, schätze ich, hoffe ich. Moment. Ich bin gerade verwirrt. Zwei in der Richtung und dann den in da, ja. Jawohl. Und hier in der unteren Ebene noch die einmal hin. So.
so bis da so. Och, Leute, jetzt werde ich hier gerade ein bisschen gaga. Verhaspeln für Fortgeschrittene ist das. So. So. Theoretisch? Ja. Ja, doch. Doch, passt. Nein! Nein, 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 nein! Nicht das Ding. Den will ich da raus haben. Und zwar, glaube ich, müsste da so einer hinpassen, ne? Quatsch. Fünf. Moment, der Große. So, oder? Ja! Genau, oh, der passt doch Bombe da rein. Jawohl, ja. So soll das aussehen, genau. So wirkt es wenigstens noch ziemlich passend. Schön, sehr schön. Sehr, da hätte ich gar nicht gedacht. Okay, andere Seite. Da sind jetzt, fangen wir mal mit was Einfachem wieder an. Das sind jetzt einfach nur die hier bis durch. So. Und das sind wieder die vollen. So. Und das ist hier wieder der besagte Fünfer. Moment. So, so. Genau. Nee. Doch. Ha, war ja richtig. Das war ja sogar richtig. Dann das Loch noch stopfen und das Loch. Also, hier hinten natürlich auch Löcher stopfen. Moment, machen wir gerade. Zack, zack, zack. So. Alles klar. Da waren auch nur einfache Schrägen. So. Ja. Ja, 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 doch. Das sieht so aus, als würde das so funktionieren. Okay. Dann machen wir jetzt was anderes Spannendes. Und zwar machen wir hier jetzt das Ding rein. So, ich hatte der eben rausgesucht hier, die. Genau, die 6, die Stütze, Fuß. Zack. Das sollte so gehen. Und der muss dann hier, oh, noch zwei höher. Noch zwei höher. Wie wollen wir den? Warte mal. Ne, einen hoch und dann stütze Fuß. Einen hoch und dann stütze. Ah, ich ersticke schon wieder. Moment, wir müssen erstmal Luft tanken. Erstmal Luft tanken. So. Dann speichern wir bei der Gelegenheit nochmal. So.